Herr Krämer, wie gehen Krankenhäuser mit dem Bedarf für die Versorgung der Flüchtlinge um? Der Flüchtlingsbedarf ist immens. Alle Flüchtlinge, alle Asylbewerber, die in die Bundesrepublik Deutschland kommen, müssen radiologisch voruntersucht werden, um auszuschließen, dass sich gefährliche Erkrankungen wie TBC ausbreiten. Wir, die städtischen Kliniken Neuss, haben uns bereit erklärt, für jeden Flüchtling, der nach Neuss kommt, eine Röntgen-Thorax-Untersuchung durchzuführen. Das machen wir als städtisches Krankenhaus natürlich aus unserer gesellschaftlichen Verantwortung heraus, aber natürlich ist auch das ein probates Mittel für die Kliniken, außerbudgetäre Erlöse zu generieren, was natürlich in Zeiten knapper werdender Kassen und vor dem Hintergrund der auf uns zukommenden Krankenhausreform ein willkommenes Finanzierungsinstrument ist. Welche Vorteile bringt dies den Krankenhäusern noch? Das bringt den Krankenhäusern nicht nur Vorteile, muss zunächst betont werden, denn selbstverständlich stören in Anführungsstrichen die Flüchtlinge den normalen Krankenhausbetrieb. Und wir haben die Situation, dass die Zentralambulanzen auch bei uns im Lukas-Krankenhaus in Neuss aus allen Nähten platzen. Und dieses zusätzliche Patientenaufkommen bringt uns Krankenhäuser natürlich an unsere Grenzen. Aber natürlich haben wir auch einen gesellschaftlichen Auftrag und handeln natürlich auch historisch gesehen aus Altruismus heraus. Das heißt, wir nehmen diese Verantwortung sehr gerne an und haben natürlich auch den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass wir damit Geld verdienen, dass wir diese Leistungen über das Land Nordrhein-Westfalen abrechnen können und auf die Art und Weise Gutes tun können und damit auch Geld verdienen können. Welche weiteren Leistungen bieten Krankenhäuser den Flüchtlingen an? Selbstverständlich, in dem Moment, wo wir radiologisch eine Diagnose erstellen, überlassen wir die Flüchtlinge nicht sich selbst bzw. den Flüchtlingsheimbetreibern, sondern kümmern uns natürlich dann auch um die Therapie, zum Beispiel bei Tuberkulose-Patienten, eine Krankheit, die ja in Deutschland eigentlich schon so gut wie ausgestorben ist. Wir als städtische Kliniken Neuss haben darüber hinaus beschlossen, auch 300 Flüchtlingen pro Tag bis zu 3 Mahlzeiten zuzubereiten. Auch das machen wir natürlich aus einer gesellschaftlichen Verantwortung heraus, aber natürlich verdienen wir auch damit Geld und haben auch dafür zusätzliches Personal eingestellt und Investitionen getätigt und werden bis mindestens Ende des Jahres die Speiseversorgung vieler Flüchtlinge neu sicherstellen. Wie sehen allgemein die derzeitigen Schätzungen für Deutschland aus? Also ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie die Schätzungen für Deutschland aussehen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Flüchtlingszahlen im Rheinkreis Neuss kontinuierlich wachsen und die Prognosen gefühlt wöchentlich nach oben korrigiert werden. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir in Neuss als städtische Kliniken bis Ende des Jahres 2000 Flüchtlinge zu versorgen haben. Also eine gewaltige Herausforderung, die da auf uns Krankenhäuser zukommt. Und das dürfte in anderen Landkreisen und in anderen Bundesländern sehr ähnlich aussehen.